Welcome to Big Blocks! Hi Leute, diese Woche haben wir was ganz Besonderes für euch. Vor einiger Zeit kam die Familie Krekel zu uns und hat uns gebeten, also sie interessierten sich für den Ram und dann haben sie uns gebeten, dass wir uns einfach mal den Ram vornehmen und für sie was richtig Tolles zaubern und kommt doch einfach mal mit rein. Ich zeige euch mal, was hier unten abgeht. Ich habe dem Boris da mal freie Hand gelassen, unserem Store Manager. Schönes Wochenende und vielen Dank heute. War ein Hammer-Event. Kommt rein, kommt rein. Hier seht ihr schon das gute Stück. Leicht schon modifiziert, leicht verändert. Passiert aber noch ein bisschen mehr, wir dürfen auch noch nichts verraten. Sind noch nicht alles. Und hier haben wir schon die guten Familie Krekel. Vielleicht stellt ihr euch einfach mal selber vor. Ich bin der, Stefan. Ich bin die Stefanie. Jetzt erzählt doch einfach mal, wie ihr hierher gekommen seid, was euer Eindruck war, vor allen Dingen von Boris mit seiner Jogginghose und wie ihr euch für den Ram entschieden habt und was eure Gedanken vielleicht so sind zum Umbau. Also, eigentlich haben wir es so gefunden über Facebook, da bin ich drauf aufmerksam geworden und wir hatten eh beschlossen, ein neues Auto zu holen und dadurch, dass ich viel arbeite und ich halt in einem Handwerk bin, ja, hat sie gesagt, wir brauchen ein Auto, was nicht wenig innen mehr staubig wird. Und ja, dann bleibt nur ein Pickup übrig. Die anderen Pickups haben mir nicht gefallen, also sind wir hier auf Big Blocks gekommen. Da habe ich gesagt, wir fahren mal hoch, wir gucken. Ja, ich bin hierher gekommen mit dem Gedanken, ich fahre in ein Autohaus. Aber feststellen musste ich, es war gar keins, weil wir haben hier überhaupt nichts das vorgestellt oder vorgefunden, wie eigentlich im normalen Autohaus. Dann bin ich hinten in die Garage. Schaut positiv. Ja. Bin hinten in die Garage, wo sie ja eigentlich immer alles machen. Ja. Dann habe ich erstmal gefragt, wer da zuständig ist. Da kommt so ein junger Mann auf mich zu, in der Jogginghose, da war ich erstmal baff. Einfach, okay? Ist auch. Wie wir das machen, oder? So, machen wir ganz einfach. Wir gehen her. Wir ziehen da so. Moment. So. Wir ziehen da so. Das ist live fest drauf, ne? Pass auf. Dann legen wir das so rüber. Ne? So, und dann? Gehen wir her, Digga, und legen das andere, Moment, pass auf, jetzt, da nochmal drauf, ne? Dann machen wir das trocken, legen wir das um die Kante, und dann ist das Ding komplett eingepackt. So. Weißt du, wie der danach macht, wer das sein soll? Ja, klar. Ja, und dann haben wir uns halt drüber unterhalten wegen dem Ram, und so sind wir jetzt auf unseren Ram gekommen. Sehr gut. Ja. Und habt ihr schon eine Vorstellung, wie es am Ende aussehen könnte oder lasst ihr euch einfach überraschen? Wir lassen es uns überraschen als Weihnachtsgeschenk. Super. Ja, gut. Ist es jetzt. Also Boris hat einfach gesagt, ich habe mit dem Auto was vor und wie sieht's aus und wir sind da sehr offen und haben gesagt, dann mach einfach. Ja, ja, sehr cool. Also wir hatten einen anderen Plan, wir wollten eigentlich schwarz-matt haben. Mhm. Ja. Aber Boris hat gemeint, wie es nett aussieht, ob mir ihm mal vertrauen können. Und ich sagte, ja, dann mach einfach mal. Wir lassen uns überraschen. Vertrauen. Ja. Dem Mann. Genau. Nee, da seid ihr in guten Händen. Das haben wir auf Ich denke, wenn sich ein auskennt mit den US-Fahrzeugen, dann definitiv auch der Boris. Ja. Auch wenn er noch nicht so lange dabei ist. Ne? Kleiner Insider. Ja, dann würde ich sagen, schaut mal rein oder schaut weiter. Gebt uns allen mal ein Like, weil das cool ist und viel Spaß beim Video. Over and out. Das muss natürlich sein, das macht er immer. Von Big Blocks aus. So ihr Lieben, also welcome to Big Blocks. Heute geht es genau hier drum. Ihr vielleicht seht ihr den Hintern von dem schönen Rötling hier hinten vom Ram. Wie sieht es da aus? Da geht's. Hier wird's, ja, hier geht's auch. Da muss man den Spiegel einklappen, glaube ich. Spiegel. Die Scheibe unten? Nee, ne?
doch die Kamera, oder? Sieht er mich da überhaupt? Ja, das kleine Ding da meine ich an. Ja, bitte. Wir werden euch heute bei dem Video ein bisschen zeigen, wie wir das machen mit dem Thema Folierung bei einem Ram. Das Ding, das Teil, genau das Ding, das Teil, das packen wir voll eine Folie. Nochmal? Wir werden unseren Hellcat schon mal anfangen, für die Night Olympics nächstes Jahr vorzubereiten. Da arbeiten wir mit DigiWorks und mit Purple Designs zusammen und werden da was richtig Cooles auf die Beine stellen. Also hier schon mal die Vorankündigung, wer Bock hat, Night Olympics. Wir werden auch zur Night Olympics eine Kundenausfahrt machen, wo wir dann von hier aus gemeinsam zum Hockenheimring losfahren werden. Auf dem Weg dahin sehr viel Spaß haben werden. Hier bin schon mal eingeladen. Ich würde sagen, wir gehen rein und fangen an, es ist kalt. Ne? Morgen Homemade Wine.
bewegt euch hier. Komm, eier nicht nach rum, bis euch weh zu euch. Und eine coole Sache, das. Für die ganze Geschichte Folierung von unserem Ram, kommt mal gerade mit, ich zeige euch mal, haben wir das Problem gerade, dass hinten alles voll ist, vollgestellt worden ist. Und dieses Monster hier soll jetzt zugefertigt werden. Wir haben den Plan jetzt soweit gemacht und wissen jetzt, wie er aussehen soll. Und wir haben hier schon, ich weiß nicht, ob du es in der Kamera einfangen kannst, wir haben hier schon mal getestet, wie die Folie liegt. Also, ich weiß nicht, ob man da jetzt sich schon mal was drunter vorstellen kann, aber wenn der Wagen fertig ist, mit diesem Black and Red Style, das wird schon eine richtig geile Nummer. Wir werden es jetzt so machen, das Wetter ist ganz schön kalt, wir werden jetzt die Viper und die Corvette wieder reinstellen. Werden uns kurz ein bisschen umparken und wenn wir umgeparkt haben, stehen wir den Ram in die Mitte und können dann hier super geil folieren für unseren Kunden. Alles erklärt, oder? Was wir jetzt machen. Was hast du? Yes. Leiber. Leiber machen wir wieder rein, ja. Komm.